Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind die drei Schlagschocker von Funke dran. Wir haben hier drei verschiedene für euch, beziehungsweise ich habe drei verschiedene für euch. Und zwar haben wir die Nummer 10, die Nummer 8 und die Nummer 7. Die Nummern stehen immer hier unten dran. Da kann man schon immer so schön sehen. Nummer 10 ist Goldquäker Pastell, Nummer 7 ist Blütensterne Pastell und Nummer 8 ist Goldpalme Goldblinker. Tja Freunde, zu den Teilen, denke ich mal, brauche ich nichts sagen. Preislich natürlich sehr teuer. Wir liegen hier zwischen 13 und 15 Euro pro Stück. Wir haben hier ein Dreier-Bombenrohr sozusagen mit einer vorher zündenden Fontäne. Ich komme gerade nicht drauf. Pfeiffontäne, beziehungsweise erst Leuchtbasis, dann Pfeifen und dann kommen die Schüsse. Aber wir werden es draußen sehen. Gekauft wurden sie übrigens bei Röder Feuerwerk. Der Shop ist unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr mal vorbeischauen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Link benutzen würdet. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wir testen die Schocker. Zuerst ist der Nummer 7 dran. Schönes Teil. Sehr schön. Also das konnte ich nicht sehen. Schieß mal in die andere Richtung. Das ist aus dem Wind. Dann musst du mal mit der anderen Seite pusten. Ich versuche mal. Puste. So, das mache ich nochmal ab jetzt. Schöne Teile. So, und zum Schluss kommt die Nummer 10 aus der Reihe. Herrliche Teile. Also Freunde, kauft's euch. Macht's gut.